In Annaberg-Buchholz und Aue wurden die Preisträger der zweiten Stufe der 58. Mathe-Olympiade im Erzgebirgskreis geehrt. Beginnen wir mit der Auszeichnungsveranstaltung im Gebäude der Erzgebirgssparkasse in Annaberg-Buchholz. Insgesamt 97 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 5 bis 12 aus dem Landkreisgymnasium St. Annen, Außenstelle Oberwiesenthal, der Evangelischen Schulgemeinschaft Erzgebirge aus Annaberg-Buchholz und dem humanistischen Greifenstein-Gymnasium Thum hatten sich im Gebiet Annaberg an der zweiten Stufe des mathematischen Wettkampfes beteiligt. Der Landrat stiftet seit 2012 einen Pokal für die beste Schule des Wettbewerbs aus dem Regionalbereich Annaberg, Aue-Schwarzenberg-Stolberg und dem Regionalbereich Marienberg-Zschopau. Der Pokal für den Regionalbereich Annaberg konnte am 4. Dezember durch den Beigeordneten des Landrates, Andreas Stark, im Auftrag des Landrates an die Schulleiterin des siegreichen humanistischen Greifenstein-Gymnasiums Thum, Ulrike Bauer, übergeben werden. Bereits am 22. November wurden die besten Mathematiker dieses Wettbewerbs aus dem Bereich Marienberg-Zschopau geehrt. Den Pokal des Landrates gewann dort in diesem Jahr das Gymnasium Zschopau. Von der Erzgebirgssparkasse in Annaberg-Buchholz ins Clemens-Winkler-Gymnasium Aue, wo am 5. Dezember die Preisträger aus dem Bereich Aue-Schwarzenberg-Stolberg geehrt wurden. Im Beisein der Schulleiter und Vertreter der beteiligten 7 Gymnasien aus Aue, Schneeberg, Schwarzenberg, Zwönitz, Stolberg, Leukersdorf und dem Erzgebirgskolleg Breitenbrunn, des Referatsleiters Schulen und Sport des Landratsamtes Roland May sowie zahlreicher Eltern der Preisträger konnten an diesem Nachmittag insgesamt 82 Preisträger ausgezeichnet werden. Dabei wurden 12 erste Plätze, 16 zweite Plätze, 18 dritte Plätze und 36 Anerkennungen an die Schülerinnen und Schüler übergeben. Der Referatsleiter Roland May überreichte den Pokal des Landrates hier in diesem Jahr an die Vertreter des Karl-von-Bach-Gymnasiums Stolberg. Insgesamt 196 junge Rechenkünstler hatten sich an der zweiten Stufe des mathematischen Wettkampfes in dieser Region beteiligt. Die Mathematik-Olympiade ist ein jährlich bundesweit angebotener Wettbewerb, an dem über 250.000 Schülerinnen und Schüler teilnehmen. Sie hat eine bis in das Schuljahr 1961-62 zurückreichende Tradition und bietet allen interessierten Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, ihre besondere Leistungsfähigkeit auf mathematischem Gebiet unter Beweis zu stellen.